passt, wackelt und hat Luft. Gwen Stefani, Nelly Furtado und Janet Jackson tragen Pottfrisuren. Heidi Klum und Heike Makatsch mögen die auch. Ponys akkurat wie mit dem Lineal gezogen sind jetzt ein Muss auf Frauenköpfen. Naja, ich hatte die langen, langweiligen Haare satt und dann wurde es eben immer kürzer und kürzer. Bis es so aussah wie jetzt. So ein Charakterkopf will auch Monika Duda, allerdings nicht ganz so kurz, dafür aber genauso frech, also weg mit den langweiligen Haaren. Friseur Michael Bure kennt das Geheimnis des angesagten, dichten Ponys. Wenn du das Pony auf halber Augenhöhe trägst, dann sieht das halt richtig schön lässig aus. Du kannst in jeder Kopfbewegung dann auch mal so einen Blick rauswerfen oder du kannst dich verstecken oder dich frei machen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Oh, wir verstehen, eine extrem wandelbare Frisur. Markantes Kennzeichen, die geometrisch klaren Konturen. Monikas Gesicht wird am Computer vermessen, um den optimalen Schnitt für sie zu ermitteln. Da ist rausgekommen, dass die linke Seite, also das linke Auge, tiefer liegt als das rechte. Also müssen wir auf der linken Seite das Pony kürzer machen als auf der rechten Seite. An der höchsten Stelle des Kopfes werden die Haarsträhnen abgeteilt. Halbrund wird der Pony auf Augenhöhe geschnitten. Anschließend föhnt Michael die Haare lässig ins Gesicht. Auf der linken Seite wird Monikas Pony noch etwas gekürzt, damit er nachher ihre Gesichtsform richtig unterstreicht. Inzwischen probieren wir, welche Promi-Frau auch einen Ponyschnitt vertragen könnte. Verona Poth scheint dafür allerdings nicht wie gemacht. Hier nimmt das Pony zu viel von ihrem schmalen Gesicht weg. Das macht sie auch wesentlich älter. Bei Schauspielerin Cameron Diaz sitzt die Pottfrisur aber wie angegossen, wenn auch etwas ungewohnt. Zu Angelina Jolies hoher Stirn würde der geometrische Pony ebenfalls ganz gut passen. Monikas Wunschfrisur ist vollendet und überrascht die 24-Jährige selbst am meisten. Boah, sieht ja echt klasse aus. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass es so toll wird. Weil mir auch alle Friseure gesagt haben, Pony ist ja gar nicht möglich. Also sieht doch echt klasse aus. Die akkurate Ponypartie gibt Monika mehr Pep und Lässigkeit als die fade herunterhängenden Haare vorher. Also, liebe Damen, wem es steht, der sollte die Pottfrisur ruhig mal ausprobieren. Die Varianten sind vielseitig, der Effekt eindeutig. Ein Hingucker.